Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ich hab Bock, wir klicken auf Fortfahren, keine Animation mehr, los! War das Hades? Aloy! Aloy! Ja, ich lebe. Aloy! Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tim. Ich muss gehen. Wir müssen... Was? Guck dir das Leben an, verdammte Scheiße! Heil dich jetzt voll, bitte, Mädel! Alter! Nicht dein Ernst! Ich brauche einen Händler, verdammte Scheiße! Ich kann doch nicht einfach reinrennen ins Feuer, das geht so nicht! Alter! Übertreib! Ja, aber die Vorratskiste darf man trotzdem mitnehmen. Ich hoffe nämlich auf den Heiltrank. Jetzt auch noch ein Jump'n'Run kommt. Ne, ich würde das Spiel dafür hassen. Muss ich jetzt wirklich durchs Haus hier laufen? Nein. Da unten geht's bestimmt weiter. Aloy, geh! Wir lenken sie ab! Jetzt seht ihr die wahre Sonne, Schattendämonen! Ach, das hoffe ich doch. Das ist so krass, die komplette Landschaft hat sich verändert. Alles ist ein ewiges Flammenmeer. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Warum brennt hier das Wasser? Okay, lassen wir es einfach so mal so stehen. Da vorne ist ein Blümchen. Und ich mag Blümchen. Okay, ich glaube, die werden wir einfach mal außen vor lassen. Die Kernungsblümchen würde ich ganz gerne mitnehmen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ich sammle einfach alles ein. Aber dass der Tüte mich da drüben nicht entdeckt, dann ziehen wir weiter. So lustig, dass auf einmal überall Heilungsblümchen raussprießen. Ach du Scheiße. Begonnen. Hades sendet jetzt. Oh nein. Was ist mit den Leuten, die da oben Wache gestanden sind? Erend und so weiter. Oh nein. Verderbnis. Oh nein, Umwandlungsprozess, Biomasse, Umwandlungsprozess eingeleitet. Oh nein. Es könnte das Ende sein. Wenn Hades das Signal abgesetzt hat, muss er durch die Verteidigung gekommen sein. Inora. Erens Garde. Ich musste hoch. Ich habe kein gutes Gefühl. Das könnte unser letzter Gang sein. Und ich dachte, Helis ist der Endgegner, aber ich habe Hades komplett unterschätzt. Er ist mehr wie ein Programm. Er ist unser größter Nemesis. Okay, unser größter Nemesis sind immer noch Jump'n'Runs. Danach kommt Hades.
niemand ist unser größerer Nemesis wie Jump'n'Runs. Jump'n'Runs könnten uns töten. Jump'n'Runs haben uns schon getötet. Jump'n'Runs haben uns so oft getötet! Los, weiter! Ich wusste, es wird nicht... Aloy! Fuck you! Leicht. Aloy! Also, weiter jetzt! Aloy! Ich hasse dich für diese Jump'n'Runs! Ah! Komm schon, Aloy, lauf, 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 lauf! Das ist unser letzter Gang. Hier oben wird sich alles entscheiden, auf der Spitze dieses Turmes. Werden wir unser Schicksal erfüllen oder versagen? Die Erde wird überleben oder zerstört. Aber egal was geschieht, es wird hier enden. Was ist das denn? Tust du mir das gerade wirklich an? Sie sind am Leben. Sehr gut. Unterstütze ich sowas. Aloy! Immer gut. Es ist Aloy! Na, das seht ihr. Denn wirklich? Du wärst am Berg gefallen. Nee. Nein, der Berg fiel auf mich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Mein Kampf. Ihr solltet besser hier bleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Der Metallteufel muss fallen. Ich sollte meine Vorräte auffüllen. Letzte Chance. Heiltränke bitte. Ich sagte Heiltränke, verdammte Scheiße! Zwei Heiltränke und drei OP-Tränke. Und einen Stärkungstrank, den wir ab und zu mal nehmen sollten, wenn wir schon dabei sind. Ach du Scheiße. Es fühlt sich so falsch an, die alle mitzunehmen, weil ich habe Angst um die. Ich habe einfach fucking Angst um die. Aber wir haben einen Heilungstrank bekommen. Ja! Geilo! Danke dir! Weißt du was? Ja, kannst du ja auch aufstellen, aber das musst du auch mitnehmen. So. Es fühlt sich so fucking falsch an, die alle mitzunehmen, weil ich hab Angst um die. Aber es fühlt sich auch fucking gut an, Hades mit meinem Team, mit meinen Kameraden hier vollends in den Arsch zu treten. Wenn ich wüsste, wie man hier hochkommt. Hier, Jump'n'Runs. Natürlich, was auch sonst. Am Ende stürzen wir alle vom Berg und alle sind tot, weil wir an Jump'n'Runs gestorben sind. Ich trau dem Spiel sowas zu. Oh Mann, wie das hier aussieht. Das kann nur der Endgegner des Todes sein. Ich hab Bock. So. Hades. Ankunft von Einheit wurde bereits erwartet. Einheit wird Übertragung nicht stoppen. Im Gegenteil, die Berechnungen sind präzise. Präsenz von Einheit wurde nachgewiesen. Ach, hallo. Alles klar. Ist okay. Das ist ein fucking Todbringer, Freunde! Leute, ich friere den Dulli ein. Damit wir deutlich mehr Schaden machen. Ist okay. Ach du Scheiße. Ich sollte wirklich auf mein Leben machen. Oh shit. Ich werde wieder komplett konfrieren. Alter, wir machen 1026 fucking Schaden, wenn der Dulli eingefroren ist. Alter, kannst du mal aufhören zu ballern? Alter. Stärkung. Keine Sprengfalle, verdammt, Aloy. Roll weiter. Ich baller mir gerade alles rein hier. Wisst ihr was? Ich versuch's nochmal mit Feuer. Weil verdorbene Maschinen, Hades mag Feuer nicht. So will ich so, dass ich an den nicht rankomme. Uah. Das ist der ultimative Gegner hier gerade. Der ist härter wie die anderen Todbringer, um Längen härter. Der konzentriert sich gerade nicht auf uns. Das ist sehr geil. Wisst ihr was?
Eine mir das doch. Achtung, da kommt Verstärkung. Was? Konzentriert euch auf die neuen Maschinen. Ja, ihr konzentriert auf die kleinen Dullis. Und ich habe mir den großen Arsch. Oh shit, oh shit. Vertrau auf meinen Kriegsbogen. Wenn ich nicht verfehlen würde. Ach, ich bin ein Pro-Gamer, das ist schon schön. Hey Leute, Seelen! Ach, das ist ein Verwüster! Nö. Dann konzentriere ich mich auch darauf. Denn, wie wir wissen, Verwüster sind unsere besten Waffenlieferanten, wenn es so nimmt. Hast du denn deine Waffe schon fallen gelassen oder wie ist das? Willst du nicht mal deine Waffe droppen, mein lieber Verwüster? Lieber Verwüster, hallo. Ah, ja. Nein, pfui. Jetzt droppt mir doch endlich mal deine verdammte Waffe. Ich will deine Waffe haben, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht so schwer sein hier. Lass doch mal bitte deine Waffe droppen. Hallo, wir haben nicht ewig Zeit hier. Können verdammte Maschinen keine Waffen droppen? Das wäre mir neu. Durch ihren Willen wurden sie geschlagen. Ja, stopp. Ja, weißt du was? Ich werde ihn wieder einfrieren. Dann haben wir deutlich mehr Komfort. Scheiße. Ach du Scheiße. Wieso kämpfe ich mit Schock? Okay, dann kämpfen wir mal mit Schock. Ist auch ganz was Neues. Okay, Endgegner, wir kämpfen das erste Mal mit Schockbomben. Warum denn nicht? Ich meine, tun wir ja sonst nie. Können wir austesten. Wir wissen nicht, ob es effektiv ist, aber wir testen es. Ach komm, Schock bringt null. Schock bringt gar nichts. Ich weiß, verdorbene Maschinen sind mega... Ich sehe gerade, warum wir haben ein Zeitlimit? Wir haben ein Zeitlimit? Warum sagt ihr das nicht, verdammte Scheiße? Okay, wir dürfen nicht versagen, wir dürfen nicht versagen. Ich werde diesen Kampf kein zweites Mal machen. Ich werde diesen Kampf kein fucking zweites Mal machen. Auf keinen Fall! So weit kommt es noch, dass ich einen Bosskampf zweimal mache. So, das sollte genügen. Wir sind das asozial von den anderen Maschinen, dass sie dem hier helfen. Hört ihr mal bitte um den Verderber hier kümmern, der mir gerade auf die Bälle rückt? Das wäre sehr reizend. Hier, Sauna. Hinter uns, Verderber. Also, ja, Verderber. Beseitigen. Der Todbringer hat dich im Visier. Ich kann jetzt keinen Rückkehr machen. Ach, da kann mich ruhig im Visier haben. Geil, ich lauf vor die Säule. Ah! Ich hab nicht mehr viel Tränke, das ist das Problem. Wir müssen auf Sicherheit spielen, das wird sonst nichts. Fixiert sich gerade viel zu viel auf uns. So mache ich keinen Schaden. Ach, die Waffe ist tot, okay. Konzentrieren wir uns auf die nächste. Ja, ballert die mit Feuer voll. Gute Idee. Ja, duck dich. Ist okay. Ist okay. Ich will die Pfeile wie hier verballern. So. Herr Todbringer. Ein letztes Wort in allen Ehren! Oder wollen wir noch ein bisschen plaudern, bevor dein großes Ende gekommen ist, Hades? Ich mach fucking keinen Schaden. Okay, dann zieh ich halt doch noch auf deine Waffe. Ich wollte eigentlich auf dein Herz schießen, damit das ein bisschen melancholischer aussieht, aber nein. Hades hat keinen Bock drauf. Kein Roleplay mit Hades, alles klar. Ach du Scheiße.
weiß, ich wollte bei dem Hinschießen sowas noch heftig Schaden macht. Ich habe alles zerstört, was deutlich mehr Schaden macht. Wir können jetzt nur auf die wirkliche Waffenpower uns verlassen. Mal gucken, ob wir den so runterdamagen können. Ich meine, es fehlt nicht mehr viel, verdammte Scheiße. Ja, Mann! Ja! Hades! Systembedrohung bevorstehen. Ich bin mehr als eine Bedrohung. Ich will überbrücken. Gaia. Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Gänsehautmoment. Gänsehautmoment. Ich habe den ganzen Körper Gänsehaut. Hey Leute. Erend, wir haben gesiegt. Das ist unser Frieden. Val, ein treuer Freund aus dem Heimatlande. Wir haben es geschafft, zusammen als eine Vereinigung. Sonnenkönig Avad, mein neu gewonnener Freund. Es ist einfach so schön. So wunderschön. Ich hab grad Tränen in den Augen. Okay, Gaia, tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage, wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage, was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elisabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit.
Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elizabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Also gut, das war's erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Oh mein Gott. Ich kann das Gefühl echt gerade nicht beschreiben. Es fühlt sich einfach so fucking gut an, dass wir es einfach geschafft haben. Dass wir es wirklich als Team geschafft haben. Wir haben wirklich mit der ganzen Armee gekämpft. Wir haben die wirklich Völker zusammengeschlossen. Die Manuk, die Osaram, die Kaju, die Nora. Die Kaju und die Nora, die sich sowieso hassen eigentlich, bis aufs Blut. Wegen den damals den blutigen Raubzügen. Aber wir haben mehrere Nationen zusammengebracht. Sie gemeinsam in die Schlacht geführt gegen einen gemeinsamen Feind. Und alle diese Menschen, die hier gerade durch die Credits laufen, ihnen gebührt einfach so ein heftiger Dank für dieses mega heftige Spiel. Ich werde auf jeden Fall auch die Credits jetzt durchlaufen lassen und einfach genießen. Ein paar letzte Worte habe ich natürlich noch, aber ich werde die Credits auf jeden Fall auch durchlaufen lassen, um das alles hier zu ehren. Wir werden auf jeden Fall auch weitermachen nach den... Es wird mehr Folgen geben von Horizon Zero Dawn. Wir werden alles machen. Wir werden uns noch die OP-Rüstung krallen. Wir werden die Jagdgebiete machen. Wir werden alles machen. Das Spiel ist auf Längen und Breiten noch nicht vorbei. Wir werden alles machen, was es in dem Spiel gibt. Wir werden jede Nebenquest noch abschließen. Aber das soll erstmal das Finale von Horizon Zero Dawn gewesen sein. Schreibt mir auf jeden Fall alle eure Kommis rein. Jeder von euch soll jetzt einen Kommi schreiben. Ich weiß, dass in etwa 40 bis 50 Zuschauer meine Videos jeden Tag gucken. Wirklich, instant, wenn ich es hochlade. Und darauf bin ich mega stolz, dass ich wirklich nach einer halben Stunde, und das Video dauert eine halbe Stunde meistens in etwa, okay, ein bisschen kürzer, aber, dass danach wirklich 40 Klicks drauf sind. 40 Leute, die sich das Video angeschaut haben, dafür bin ich einfach mega dankbar. Ich weiß, es gibt Leute, die haben Millionen Klicks auf ihre Videos, aber ich bin dankbar für jeden, der meine Videos schaut. Und ich finde auch, die Credits sind jetzt gerade eine gute Gelegenheit, um einfach mal Danke an euch zu sagen. Danke an euch, meine Zuschauer. Danke an die Leute, die Kommentare schreiben. Danke an die Leute, die mich verfolgen. Danke an die Leute, die auf Twitter dabei sind. Danke an die Leute, die auf Insta dabei sind. Danke auf die Leute, die... Und auf jeden Fall auch mega Danke an die Leute, mit denen ich enger zusammenarbeite. Danke an Herzi, die... Es ist so schwer, einfach Danke zu sagen. Danke an Herzi, die immer für mich da ist, die... Mit dem man auch mal über Sachen reden kann, mit dem man über andere nicht reden kann. Auch mal außerhalb von Out of Character. Danke an Splasher, mit dem man wirklich spielen kann und einfach mal die Zeit vergessen kann. Um einfach auch mal die Sorgen des Tages zu vergessen, in der Arbeit oder so weiter. Danke an Jeremy, der mein erster Freund in dieser YouTube-Szene war. Damals, als wir mit Minecraft Dark Age, mit dem ersten ultimativen Dark Age gestartet sind, dem ursprünglichen Dark Age. Danke auch an Chris, der mich durch viele GTA-Stunden begleitet hat. Danke auch an viele andere Leute, die ich beschrieben habe. Ich wollte einfach mal die vier wirklich ehren. Denn... Und danke auch auf jeden Fall an Conny, die die Game-Songs macht. Danke, 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 danke. Man kann es aber einfach nicht... Ich würde wirklich gerne wissen, wie viele Leute sich das bisher angeschaut haben. Leute, ich würde sagen, einfach mal ein Hashtag Danke in die Kommentare. Denn man sagt einfach viel zu wenig Danke. Leute, an alle Leute, die bis jetzt hier hingeguckt haben, ein Hashtag Danke in die Kommentare. Mich würde wirklich interessieren, wer bis hierher geguckt hat. Denn dann weiß ich wirklich, dass ihr die Zuschauer seid, die mir treu sind, auf die ich aufbauen kann, die wirklich für die Community da sind und die nicht nur ein Video gucken, um Action zu haben und einfach nur just for fun dabei sind.
Ihr seid die Leute, ihr seid meine Community, ihr seid die Familie, die ich auf hier auf YouTube gefunden habe. Wir werden wachsen, wir werden uns vergrößern, aber im Moment sind wir diese Stammfamilie. Und ich sage einfach ein letztes Mal Danke auch an eure Community, an meine Community, an unsere Familie, an unsere Gemeinschaft. Danke für alles, was ihr mir bis jetzt gegeben habt. Es wird auf jeden Fall auch in den kommenden Wochen mehr eskalieren. Es werden durchschnittlich 3 Videos pro Tag sogar kommen. Ab dem in etwa 10. des nächsten Monats, da wird es auf jeden Fall noch mehr eskalieren. Ich will noch nicht so viel teasern. Das glaube ich, haben wir vorhin im Video schon mal gesagt, was kommen wird. Aber es wird noch viel Veränderungen kommen. Auf jeden Fall mal ein Danke an euch alle. Danke vom Rayon. Und ich sage ein letztes Mal in der Hauptquest, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, bis zu einer nächsten Folge Horizon Zero Dawn, morgen 14 Uhr wie gewohnt. Ich sag danke und ich lasse mal die Credits durchlaufen. Schaut es euch an. Oder eben nicht. Und vergesst das Hashtag Danke nicht. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.